Also Kinder, in der Schule immer schön lesen. Dann werdet ihr gute Noten schreiben. Sofern ihr natürlich was Gescheites lest. Twilight zum Beispiel. Ja, genau. Oh, Grünblatt. Wo ist denn jetzt die Patty, hä? Hast du mich vermisst? Da vorne müsste sie irgendwo stehen. Da ist er. Na, was hast du so Schönes gemacht? Dir die Beine in den Bauch gestanden. Ja, das kannst du sicher gut. Ach nee, sonst bist du dir immer gesessen. Meins. Ja. 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 Das war's mit dem Vieh. Hä? Ich bin doch vorhin auch von hier gekommen, oder? Warum war da kein Krallenfalter? Komisch. Da hätte ich mich doch vorhin eigentlich angreifen müssen. Da hinten scheint nicht zu sein, aber wir gucken mal kurz. Hier ist doch. Hier war doch eine Höhle mit einem Ghoul, wenn ich mich recht erinnere. Da muss ich gleich mal unser neues Schwertchen ausprobieren. Und unseren Helm natürlich auch. Am besten verpassen wir ihm eine Kopfnuss. Und wenn er dann benommen ist. Oh, das sind sogar zwei. Dann rammen wir ihm unser Schwert in den feisten Wanst. Oh, komm mal her, Freundchen. Oh, yeah. Tja. Oh, yeah. Na, nicht gegen den Stein. Zurück. Zurück. Alter, du sollst... Hier. Oh, yeah. Ghoul, kaputt. Oh, yeah. Oh, yeah. Ja! Stirb, Mistvieh! Wir haben Ghule besiegt. Ganz alleine. Sogar zwei Stück auf einmal. Wie geil. Die haben doch sicher einen Schatz, den wir uns unter den Nagel reißen können, bewacht, oder? Wahrscheinlich noch mehr Ghule. Welcher Spaß. Aber irgendwie ist hier ja, na, wirklich noch ein Ghul. Okay, ganz ruhig. Zwei aufgeladene Angriffe hintereinander können wir also anscheinend reinsammeln. Aber beim dritten haut er dann auf uns drauf. Da müsste man dann normale Angriffe machen. 95 Gold, eine Ogerwurzel, sehr geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, war das gerade eine Rune für irgendeinen magischen Zauber, Heilung oder so? Könnte man ja eigentlich mal benutzen. So ein Zauber. Wir sind ja mal wieder angeschlagen. Oder wir gehen kurz zum Novizenhof und hauen uns da ins Bett. Alter, der Ghoul sieht fast aus, als würde er leben. Ich meine, Patty wartet ja auf uns, aber sie kann sich ja auch zu uns gesellen, wenn wir da kurz schlafen gehen. Ah, Krallenfalter. Da müssen wir, dürfen wir uns natürlich nicht treffen lassen. Wenn wir jetzt hier einen Heiltrank sparen wollen. Oder zwei oder drei. Es fängt ja gut an. Perfekt. Vielleicht sollte ich nicht immer so geizig sein mit sowas. Und alles aufsparen wollen. Weil man könnte es ja später nochmal brauchen. Ja, ja, genau. Ich benutze das ja eh nicht. Nicht mal im Endkampf. Komm, dann hier. Was? Nein. Steck die Knarre weg. Patty. Was soll das? Wenigstens kriege ich die Erfahrung. Alter, du sollst ihr... Schwert. Na, zieh das Schwert und hau... Drauf, Idiot. Patty, halt, warte, 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 was Neues. Nein, okay. Ich dachte, es sagt dir vielleicht irgendwas Interessantes, aber... Das scheint immer wieder nicht der Fall zu sein. Warte mal ganz kurz. Was ist denn passiert, als wir hier nach da oben gegangen waren? Sind wir da überhaupt irgendwo hingekommen oder war da mal wieder nur eine Panzerkrille oder sowas in der Art? Da hinten waren ja
Krallenfalter und Wölfe oder so. Aber ich denke, die sind jetzt auch wieder weg. Oder beziehungsweise sind keine neuen gekommen. Gucken wir aber mal ganz kurz. Da ist ein Wolf. Die Erfahrung brauchen wir. Wir brauchen ja wieder Lernpunkte und alles. Ach, der ist schon tot. Hä? Ach, vielleicht ist er ja runtergefallen, als wir da oben gegen welche gekämpft haben. Das kann natürlich sein. Aber diese hier leben doch mit Sicherheit noch. Na, da ist er aufgeweckt worden. Es läuft auf jeden Fall hervorragend. Ich stelle mich wieder super an. Jetzt ganz ruhig und Konzentration. Du solltest zur Seite ausweichen. Nicht in die Luft springen voller Freude. So geht das. Mal speichern. Sind hier vielleicht auch ein paar Viecher, die man umhauen kann? Eher nicht so, oder? Ein Huhn, ja, komm. Wollte eigentlich schauen, ob wir nach da oben kommen. Ob da vielleicht noch irgendwas war. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber da vorne ging es dort noch hoch, wo nochmal Wölfe waren. Ein Pilz. Warum habe ich den Pilz nicht mitgenommen? Haben wir wieder was übersehen? Das ist ja schrecklich. Hier auch? Vielleicht sind hier neue Wölfe? Nein. Eine Höhle. Aber da... Das war doch die Höhle. Wow, Wolf. Den habe ich nicht gesehen. Habe ich mich fast ein bisschen erschreckt. Es war doch die Höhle, wenn wir mal speichern, wo wir den Typen da gefunden haben. Den Banditen, der für, wie hieß er noch, Broga die Leute ausrauben sollte, also Schutzgeld erpressen, den Danor oder Dragor oder sowas. Mit diesem einen Loch. Da gehen wir jetzt nicht weiter lang. Ich will jetzt also Patty. Wir haben ja eine Mission zu erfüllen, auf der wir ihr helfen sollen. Da wollen wir sie natürlich nicht warten lassen. Vor allem, weil es eine Dame ist. Und Damen lässt man nicht warten. Obwohl Patty und Sarah vielleicht schon, weil die sind echt zu nichts zu gebrauchen. Mir nach! Ja, warte mal kurz. Ich muss auch hier ganz kurz was verdrücken. So, jetzt können wir weitergehen. Bleib dich bei mir. Noch kurz speichern. Und jetzt weiter. Komm weiter. Hetz mich nicht so. Sonst laufe ich gar nicht mehr. Ich kann auch mal vorrennen und dich herumkommandieren. Dann siehst du mal, wie das ist. Patty, beeil dich mal. Wir müssen da noch heute ankommen. Oh, ich dachte, einer reicht aus. Ein Treffer. Na gut. Wo müssen wir lang? Mir hier? Nach. Zur Westküste. Den Weg kenne ich ja. Müssen wir jetzt ja gleich links oder geradeaus. Ach, guck mal, Banditen. Pass auf. Ich mach das schon. Keine Sorge. Da ist noch ein Wolf. Oh, das wird lustig. Ja. Das war's mit dem Vieh. Jetzt müssen wir doch hier runter, oder? Ich dachte, wir müssen zur Westküste. Mir nach. Na, dann geh halt mal vor. Warum gehen wir jetzt zum Friedhof? Vielleicht sind da ja neue Skelette. Anscheinend nicht. Was ist denn? So, hier muss es sein. Vielleicht der Schatz von diesem namenlosen Banditen. Und was machen wir jetzt?
In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Klar. Stahlbarts nächster Hinweis. Ja, hat da schon wieder irgendwas so geknurrt? Geröchelt. Was war das denn? Hier scheint auf jeden Fall nichts zu sein. Beziehungsweise jedenfalls nichts, wo man irgendwas hinplatzieren könnte. Ne, sonst müsste man ja was sehen. Sonst wäre es ein bisschen unfair. Aber was ist denn ein Passepartout? Oder wie hieß das? Paddies. Alles ganz viele Schlüssel. Paddies Passepartout. Ein Geschenk von Paddies Vater Stahlbart. Was ist ein Passepartout? Ein Schlüssel wahrscheinlich. So enden wir alle mal. Gucken wir mal, was hier drin ist. Eine alte Schatulle. Der Name Stahlbart ist auf der Schatulle eingeritzt. Na, da werden wir sicher weiterkommen, wenn wir die öffnen, oder? Genauso wie diesen Geldbeutel. Das ist eine schlechte Idee. Warum? Das ist eine schlechte Idee. Nein, es ist eine gute Idee. Das ist eine schlechte Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Das ist eine schlechte Idee. Na, du kleine Pussy. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Nein. Ach ja, ich verstehe. Das ist es. Das ist eine schlechte Idee. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Nein, das ist eine schlechte Idee. Nicht die Schatulle aufmachen. Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Jetzt reicht's. Du wirst mich wohl verarschen. Du hast gar keine Wahl. Mich wirst du nicht mehr los. Du kannst mir vertrauen. Du hast gar keine Wahl. Mich wirst du nicht mehr los. Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Wenn du also hinter dem Schatz deines Vaters her bist und ein ganzer übler Trupp, ganz noch üblerer Schurken hinter dir her ist, Kapitän Romanov, warum nistest du dich dann in der Stadt ein und kaufst dir eine Kneipe, sodass du sässig wirst? Gut, Kapitän Romanov war ja da und hat eigentlich nur gewartet, bis Patty weggeht. Aber ich meine, wenn hinter einem jemand her ist, dann sollte man sich doch eher beeilen und nicht extra langsam machen, oder? Ja gut, sie hatte natürlich keine Hinweise von Stahlbart und so. Bis wir gekommen sind, ist ja klar. Aber na, ich frag ja nur. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Es könnte sein. Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Und aber aus Kristall. Goldene Kristallscheiben. Aus Silber. Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Aber wir könnten in seinen Hals schauen, eventuell. Wenn sein Kopf weg ist. Okay, wie kann ich dir helfen?
Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Ich mach die Arbeit und du ruhst dich aus. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Sag ich doch. Toll, du sitzt hier rum und ich hab Romanov am Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens, du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Doch. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir. Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Ah, Quatsch. Ich könnte noch ein bisschen mehr rumtrödeln. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Wer sucht denn noch? Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Wo ist dein Vater eigentlich? Weg. Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Er ist tot. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Mhm. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ey. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Ich werde den Gürger holen. Ich brauche nämlich seine goldene Kristallscheibe, die er geklaut hat. Was kannst du mir beibringen? Ach ja, stimmt. Komm, das kann man wegstreichen eigentlich fast. So, Patty macht das, was sie am besten kann, nämlich nix und geht gerade die Sonne auf? Im Westen geht die Sonne auf, das ist auf jeden Fall... Wäre sehr logisch, nicht da runterfallen. Patty macht das, was sie am besten kann, nämlich nichts und unnütze Sachen. Vielleicht was Neues oder das, okay, gut. Ja. Ende. Speichern. Dann ist jetzt die Frage, wir sollen also die ganzen Gräber suchen, ja? Wo waren die denn alle? Den Hinweis haben wir wahrscheinlich noch nicht bekommen. Von der Schatulle da, die haben wir aber abgegeben, bestimmt. Natürlich. Sagt die Questkarte dazu was? Das Erbe des großen Piraten. Pattys Vater hat einen wertvollen Schatz auf der Insel versteckt. Ich sollte Patty helfen, ihn zu finden, damit Romanov ihn nicht zuerst in die Finger bekommt. Namenlose Gräber. Ah, sehr schön. Da ist eins unten. Bei der Westküste könnten wir gleich hin, wenn wir schon mal da sind. Und uns vielleicht um die Skelette kümmern. Dann da oben irgendwo beim Novizenhof anscheinend. Da unten bei der Hafenstadt, ja. Da unten auf der Insel bei der Hafenstadt, ja. Und hier bei Marvin irgendwo. Okay. Dann gehen wir doch mal ein paar Skelette zusammenhauen. Mittlerweile sind wir ja schon fast Experten da drin. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Da auf jeden Fall nicht. Ich muss eigentlich den Weg wieder zurück und jetzt hier runter. Und rechts rum. Den Druiden-Schierling nehmen wir auch mit. Und jetzt hier runter. Da können wir uns auch mal um die Panzergrillen kümmern. Hatte